Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern und ja, Rise of the Republic. Wir haben wunderbare römische Abtrünnige und ich frage mich gerade, woher haben die die Balliste? Hier gibt es nichts, womit man Ballisten bauen kann. Das überzeugt mich nicht, nee. So, wo sind wir denn da unten gerade? Wir haben minus 9 Nahrung. Das ist auch nicht gut. Was erforschen wir denn gerade? Aha, Urps. Okay, wir erforschen gerade Urps. So, minus. Warte mal. Wie? Na, dann lassen wir die halt noch. Minus 16, warte mal. Eroberung, ja, okay. Kulturelle Unterschiede sind noch, aber die Lateiner, die kommen schon mal. Das geht schon. Dann bauen wir hier nochmal aus. Genau, das gehört uns ja nicht. Da oben gehört uns noch was. Bitte schnell, mal Richtung Norden. In 5 Runden, aber bis dahin haben wir die Insel unten auch schon wieder erobert. Also, das passt schon. Und hier bauen wir auch. Gut. So. Ich muss ja gerade noch. Ich muss gerade noch kurz wieder reinkommen. Junge, wir haben schon. Windträger können wir noch einbauen. Erlasse 4 von 6. Warte mal, da muss ich mal kurz checken, wo. Hier. Ne, wir können keinen mehr bauen. Okay. Alles schon. Warte mal. Warte, wir haben kein Geld mehr. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. So, dann schauen wir mal, was der Gegnerboy da macht. Ah, genau. Der hatte hier, glaube ich, 3 Armeen, oder? 3 Fullstack und 2 sind wieder zurück. Ich weiß nicht, warum. Was krabbelst du denn da die kleinen Häuser an? Immer schön trinken, Jungs. Und Mädels natürlich. So. Das Schwert wurde gezogen und ist jetzt blutbefleckt. Wenn ihr mein Klientel wird, dann ja. Na, dann nicht. Dann halt nicht, dann mache ich euch platt. Können euch die Streitkräfte Etruriens dienlich sein? Ich besitze die Macht, euch diese. Ja. Also bringt mir zwar nichts, weil bis die hier unten sind, hoffe ich, habe ich die schon Störung. Womögliche Rebellion, okay. Kränkung. Hä? Wann habe ich das denn abgelehnt? Hä? Okay, Plünderung, minus 10 kulturelle Unterschiede. Okay, dann kann ich. Warte. Was hat er denn hier? Er hat. Ja, die Kavallerie stört mich wieder ein bisschen. Eigentlich stört mich auch, dass ich eine wieder angeschlagene. Entschuldigung. Armeen hier habe. Warte mal, du schaust jetzt mal Richtung hier, weil irgendwo, ah genau, hier ist eine andere. Ah, hier habe ich ja auch noch eine, okay. Da hätte ich ja mit der gar nicht hierher kommen brauchen. Motiviert, ermutigt, Baubericht, Fraktion und Agent entdeckt. So, die habe ich gezogen, die habe ich gezogen. Die ist da, warum ist die da?
Money, die ist ja richtig krass. Haben wir hier Spione? Ich glaube nicht. Ich könnte mal ja, ihn töten. Ah, wow. Okay, das kommt mir selten vor, dass so eine Dingster-Boomster. Alter, der hat jetzt schon eine Junge. Okay, mit der Armee habe ich keine Chance, ihn. Mit der. Also. Ich kann mit der Armee ihn nicht erobern. Das kann ich nicht. Und wenn ich mit der jetzt weggehe, dann kommt er mit seiner Vollzweckarmee. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier hingehen. So, und dann nächste Runde werde ich angreifen. Und der da steht hier jetzt mal Wache. So. Da können die Abtrünnigen noch ein bisschen Ramazamba machen. So, und was mache ich jetzt mit dir? Warte, du gehst mal dahin. Und du gehst mal. Kann ich den angreifen? Nee, natürlich nicht. Natürlich kann ich den nicht angreifen. So, öffentliche Ordnung brauche ich. Nahrung habe ich jetzt wieder. Scusi, Nahrung. Ja, so. Ui. Okay, dann mache ich hier auch mal. Hier so. Und da vier öffentliche Ordnung. Lateinische Kultur 3, 4. Ja. Und hier mache ich noch. Warte, ich habe 8000 jetzt. Kulturelle Unterschiede. Korruption. Ja, okay, dann mache ich Korruption weniger. Und dann mache ich hier noch lokalen Handel. Ja, komm. Nochmal öffentliche Ordnung. Ja, komm. Gönne ich mir mal. Du gehst jetzt mal hier hin. An den Scheidepunkt zwischen Silbion und Akeruntia. Ich weiß, das wird nicht so ausgesprochen, aber ich habe keine Ahnung von Latein. Gut, dann schauen wir mal. Kolonia. Große landwirtschaftliche Kolonia. Das ist beides nicht schlecht. Wo sind wir denn da? Uiuiuiuiui. Und hier haben wir Nahrung. Okay. Öffentliche Ordnung, kulturelle Konvertierung, Nahrung. Okay. Bei Armee haben. Oh. Okay, ich wollte gerade sagen, bei Armee haben wir aber nicht so viel. Hatte Moral ist immer gut. Rüstung. Wieso haben wir hier nicht Verstärkungs... Hallo, warum haben wir hier nichts gemacht? Das ist ja... So, du bekommst ein Knödelchen. Ein was? Unterhaltskosten weniger oder mehr Nahkampf. Kritischen Erfolg braucht er nicht. Sichtfeld ist gut. Hoher Stand. Dann bekommst du Sichtfeld. Das Ende des Let's Plays, das muss auch irgendwo hin. Dann, warte, ich muss mal schauen, ob die Neapolis-Solana uns mögen. Ne, die mögen uns gar nicht. Ja, dann mache ich die auch platt. Warte mal. Das ist unsere.
Okay, dann scoutest du mal da. Also hier ist eine Fullstack-Armee von denen. Wie? Du sollst scouten. Du, ich sehe nicht viel mehr als vorhin. Ich kann hier, glaube ich, auch noch... Genau, einen Würdenträger kann ich noch machen. Handelsreiz, ja. Konvertierung ist gut. So. Dann schaue ich nächste Runde mal da rein, weil er hat irgendwo eine Fullstack. Der stand die ganze Zeit hier. Und jetzt ist er weg. Naja, dann schaue ich mal. Fähigkeit. Ach, stimmt. Ich bekomme ja. Konvertieren. Hat der. Ja, okay, der hatte eine. Ja, okay, dann bekommt er keine. In Verruf bringen. Gold gestohlen. Bekehren. Ja, dann machen wir mal bekehren. Du brauchst hier eigentlich nichts. Ja, doch. Warum nicht? Warum nicht? So. Ich weiß nicht, ob ich das in dieser... Also... okay. Wieso macht er das? Der hat keine Chance gegen mich. Naja. Ich weiß nicht, ob ich das bei diesem Rise of the Republic Let's Play schon gesagt habe. Ich glaube, das war bei Epirus oder Rom. Entschuldigung, Handy wird gleich weggetan. Dass ich, genau, gerade Tutorials mache über Rome Total War. Und ich dachte eigentlich, dass ich, schon jetzt, diese, oder letzte Woche sogar schon fertig bin. Aber es dauert noch ein bisschen, es ist echt extrem aufwendig, vor allen Dingen, ich habe jetzt die Politik schon gemacht, ich habe ich will nicht auf Steam, ich habe schon, die Politik gemacht, die Oberfläche, also die Basics. Und jetzt kommt halt die Charaktere habe ich auch schon. Muss ich nur noch einsprechen. Und genau, dann ist alles gut. Es ist noch nicht alles gut. Weil ich noch die Schlachtfelder machen muss. Also quasi. Wie man Schlachten schlägt und so weiter und so fort. Also, das ist auch noch ein bisschen knifflig. So, was? Motivieren in die Bresche und Kriegsschrei. Ah! In die Bresche war nochmal. Ah, das war das Geile. Angriffsbonus, Geschwindigkeit und Waffenschaden. Das ist super. Quadrat kann er machen. Ich habe ja lange nicht mehr Rise of the Republic gespielt, ich glaube, das erkennt man. Die können sogar schnelles nachladen. Okay, die sind an der Seite, das gefällt mir noch nicht wirklich. Ja, egal. Die werden dann... Dann wird der General hier sein. Die feuern dann brennenden Schuss ab. Ich muss auf die Kavallerie aufpassen. Schnelle Reiter zu euren Diensten. Okay, jetzt bricht er schon aus mit seiner Kavallerie. Schnelle Nahkampfkavallerie. Kavallerie, zu Befehl. Dann tue ich das ihm mal gleich. Hier habe ich es versäumt, zum Beispiel. Ja, aber meine haben ziemlich gut aufgepasst. Befehle?
Unser General wird angegriffen. Ja, ich muss wieder ein bisschen reinkommen, ne? Fällt nicht auf. Fällt gar nicht auf. Was mache ich denn hier? Junge. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Alter, was mache ich denn da gerade? Das ist ja voll der Schmarrn. Das ist ja voll der Kack. Naja. Warte, ihr hört mal auf mit dem. Ihr müsst jetzt Damage machen. Gut. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Alter. Und schon wieder. Also der benutzt gerade seine Kavallerie viel besser als ich. Muss ich mal zugeben. Aber dass seine Kavallerie viel besser ist als meine, finde ich ein bisschen heftig. Und dass er jetzt macht die mal platt. Also, ja, gell? Ist das gerade wahr? Okay. Seine Fernkampfkavallerie macht meine Nahkampfkavallerie platt. Okay. Lass euch da einfach nicht so zusammenschießen. Ey. Wieso ist seine Kavallerie so stark? Interessiert mich gerade. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, das kann ich jetzt ehrlich gesagt aufgeben. Alter. Was ist denn los? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, ne? Das läuft gerade gar nicht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Oh Gott. Der Fernkämpfer macht jetzt auch meine. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Was ist denn da los? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Mhm.
So, naja, interessant. Das ist, ja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Was sind das denn für... Ist das denn für eine Kavallerie, die die ganze Zeit meine Fernkampfeinheiten platt macht? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eieieiei. Steinschleuderer, wie ihr Befehl. Reicht ihre Position. Befehl verstanden. Reari. Benite. Das ist jetzt eben der Problem. Das Problem. Unser General ist gefallen. Ja, der hat jetzt nur Fernkämpfer. Was für ein Kack. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Das ist gerade echt lächerlich. Lange der aushält. Vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Das ist echt krass. Wenigstens den da musst du mitnehmen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Das war, glaube ich, meine älteste Armee, oder? Mit denen? Heieiei, das war ja eine peinliche Niederlage. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schimpf. Okay. Okay. Dann. Ja, blöden Delfinreiter da. Eieieiei. Klar, der hat mehr aufgestellt, aber schau mal, der da. 111, ja. Der hat 0 gekillt. 40, 40, 16, 25. Das ist halt ein Witz. Die da waren... Uiuiui. Der hat... Die beiden haben 300, Alter. Ja, 500 erste Legion, ja. Ui, das tat weh. Das tat sehr weh. Jetzt kommt ein schnulziger Agent hier. Weh, du machst irgendwas. Nee, du, das spiele ich jetzt auch, weil... Weil dann kann ich die da wenigstens wegkratzen. Also hoffe ich mal. Ich werde jetzt hier auf den Hügel gehen. Schnell, 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 schnell. Genau, schnelles Marschieren. Und wenn er blöd ist, kommt er frontal. Also er wird trotzdem ja zu 100% gewinnen. Ich erwarte eure Befehle. Aber trotzdem werde ich ihn mindestens 3 Einheiten vernichten.
erwarten eure Befehle. Genau. Zu euren Diensten. Kommandant, wir erwarten eure Befehle. Sehr gut. Geht auch auf die. Ja, wobei die wanken jetzt schon. Los, los, los. Macht sie platt. Wie macht die platt? Come on. Sehr gut. Weg da. Wie geht jetzt dahin? Wenn man nur noch Fernkämpfe hat, dann muss man schauen, dass man von mehreren Seiten angreift. Los. Das ist gut. Ah, schnell weg. Unser General wird angegriffen. Wieder drauf. Ah, der hat auch Steinklänge, ne? Ja. Okay, bisschen hinter. Okay, der eine ist weg. Sehr gut. Genau, der rennt jetzt nach da. Jetzt müssen wir schauen, dass ich ihn in die Seite treffe. Ich weiß gerade nicht, was der macht, weil der könnte hier auch ziemlich gut abräumen. Ich gehe mal ein bisschen zurück, weil der ist mir gerade zu nah. Die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Sehr gut. Jetzt gehen die nach da. Die da gehen jetzt nach da. Aber gegen die werde ich höchstwahrscheinlich nicht ankommen. Weil die sind ja auch gepanzert. Ja. Die muss ich ja wirklich versuchen, von hinten anzugreifen. Jetzt kommen. Ach komm, echt jetzt? Mit einem ist er noch standhaft. Der will mich doch verarschen. Was hat er da? Schnell. Ja. Genau. Der will mir jetzt... So ein Cheater, ganz ehrlich. Ist so ein krasser Cheater. Autsch. Das ist es halt, also die machen halt sehr viel mehr Schaden als ich, ne? Das sind halt Peltasten. Die haben halt eine gute Rüstung. Gute ist, ich greife ihn von hinten an. Schlechte ist, er hat so viel Rüstung, dass es ihn eigentlich nicht interessiert.
eigentlich da bleiben? Du hast den ja noch. Ja, ne? Ich erwarte eure Befehle. Bei Söldermann. Zu euren Diensten. Ich glaube, wir können ein bisschen schneller machen. Autsch. Ich glaube, schneller ist eine blöde Idee. Ja, ich war ein bisschen zu nah. Den bekomme ich nicht mehr. Schnelles Nachladen, das bringt dir aber nichts, wenn du aus der Reichweite draußen bist. Ihr dreht euch viel zu langsam um. Jungs, ihr habt doch kein schweres Zeug hier dabei. Weg da. Das war zu spät. Die Männer wanken. Schieß, die opfern sich extra. Nein. Alter. Na dann, nächste Opfer, Reinhard. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Letzter Stand. Ja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schick. Das ist es halt. Also mit Steinschleudern kommt man, also hat man sehr viel Reichweite, aber man kommt nicht durch Rüstungen, also kaum. Ja, das war jetzt der Untergang der 500 Ersten. Also wahrscheinlich jetzt schon 612. oder so. Alter, du wirst, dich mache ich jetzt auch platt. Uiuiui, 500 Erste AD. Und wir haben schon wieder voll überzogen. Naja, dafür wird Taras am Ende sterben. Der macht wieder so einen Schmarrn. Gut, dann würde ich sagen, ja,
Okay, ein Hausbrand hat mehrere Gebäude niederbrennen lassen, obwohl der Feuer sich nicht weiter ausgebreitet hatte. Machen sich die Plebejer Sorgen um zukünftige Feuer und schon bald sammeln sie. Bla bla, Feuerwehr. Ja. Dann würde ich sagen, neue Armee. Korruption ist nicht so ein Gravitas. Fraktion, Zivilfall. Öffentliche Ordnung. Ah, wieso? Plus Korruption, das ist doch voll blöd. Ah, ja, okay. Vermächtnis, 501. Und der wird Kavallerist. So. So, dann hier. Triarim brauche ich. Principies. Nee, warte. Okay, kein Geld mehr. So, neue Partei gegründet, ja, war ja klar. So, gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Gut, bye.